Moin Moin aus dem Elbgym. Wir sind heute eigentlich verabredet mit den Zwillingen Rico und Toni Markowski. Einmaliges Pärchen in Deutschland, eineiige Zwillinge. Leider haben wir nur die eine Hälfte von dem Paar dabei. Rico ist leider krank, musste die Vorbereitung dummerweise abbrechen. An dieser Stelle erstmal gute Besserung an ihn. Sein Bruder Toni hält die Fahne hoch heute mit Brustbizeps, hast du gerade gesagt? Nee, Bizeps. Entschuldigung, natürlich. Siehst du? So höre ich zu. Ihr seid Junioren, ihr wolltet die Union starten, beide zusammen. Wäre natürlich eine Schau gewesen, euch beide zusammen auf der Bühne zu sehen. Wie alt seid ihr? Wir sind 19 Jahre alt. Also 19 Jahre, ganz schöner Hauklotz schon für die für das Alter. Wie lange trainiert ihr schon? Seit mit 14 haben wir angefangen, also 5 Jahre. Ja, ihr lasst euch vorbereiten von Markus Ringer direkt in der Fishing Lounge. Genau. Wie seid ihr an den gekommen? Das war so zufälligerweise, sind wir einfach vorbeigefahren, einfach reingegangen, wegen Meisterschaften gefragt. So kam es dann dazu, dass Markus gesagt hat, okay, ich bereite euch beiden vor die Meisterschaft. Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, Meisterschaften machen zu wollen? Einfach nur aufgrund der guten Erfolge, die ihr über das Training erzielt habt? Oder hat jemand euch dazu gepusht? Nee, also wir haben uns selber so, wir haben uns halt immer so selbst immer so angeschaut. Wir haben gute Erfolge gemacht im Training, sahen dann jedes Mal besser aus. Dachten wir uns, okay, versuchen wir mal eine Meisterschaft. Und auch andere Leute haben gesagt, wie wäre es mit einer Meisterschaft? Weil wir uns halt immer Jahr zu Jahr verbessert haben. Eine enorme Steigerung war immer im Training, alles und deswegen. Okay, trainiert ihr immer zusammen als Trainingspartner auch? Ja, immer. Wohnt ihr auch zusammen? Ja. Also typisches Klischee-Pärchen, sag ich mal so, als Twins. Ihr arbeitet aber nicht zusammen, richtig? Nee. Arbeiten? Ja, arbeiten? Nee, also ich habe eine Ausbildung angefangen seit August. Und Rico sucht jetzt noch eine Ausbildung. Okay, also was suchst du eine Ausbildung? Vielleicht finden wir ja hierüber was. Fachkraft für Lagerlogistik, mache ich ja auch. Ja, einfach mal bei Body Attack bewerben. Okay, so viel erstmal zum Vorgeplänkel und jetzt wollen wir was von dir sehen. Womit fängst du an oder machst du beides zusammen? Eigentlich, ich wechsle das immer ab. Manchmal fange ich mit Bizeps an, manchmal mit Trizeps. Heute fange ich mit Bizeps wieder an. Okay, was ist eure Trainingsphilosophie? Wie trainiert ihr? Trainiert ihr eher klassisch Volumentraining, HIIT-Training, FST7? Was macht ihr? Jetzt ist es mehr so Volumentraining, so Wiederholungszahl bis 15 mit leichterem Gewicht, weil die Kraft halt immer weniger wird. Deswegen, aber in der Massephase dann halt schwerer. Aber jetzt halt bis 15 Wiederholungen mehr Volumentraining ist es eigentlich. Okay, wir sind gespannt. Bis gleich.